Schließlich erreichten Mewes Kräfte die sumpfigen Wälder angrenz. Wart ihr dort? Nein? Schätzt euch glücklich. Aber haben wir uns wirklich nicht verirrt? Hier gibt es doch gar keinen Weg. Gehen wir eben nach Süden. Süden, wie ganz unten. Wer jemals dorthin kommt, der sollte eins beachten. Unter allen Umständen. Keinen Lärm machen. Armer Kerl. Seine Kameraden versuchten noch, ihn zu retten. Doch mitten im Wasser hörten sie Metall kreischen und Knochen knacken. Was zum Teufel war das? Ich will es gar nicht wissen. Positionen halten! Waffen bereit! Es war ein Sägmaul. Eins von vielen, die die Lyrier noch treffen würden. Aber greifen wir nicht vor. Endlich stand Mewe mit ihrer Streitmacht an der Yaruga. Sie würde sie überqueren müssen, um den Verräter Caldwell zu finden und zu bestrafen. Doch die einzige Brücke war in Nilfgaards Hand. Herrin, ich habe einige neue Berichte für euch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Thronebreaker The Witcher Tales. Beim letzten Mal, ja, haben wir mit Bruva gesprochen und haben von ihm auch ein bisschen Unterstützung bekommen, wenn auch nur die minimale Menge. Wir gucken uns gleich mal unsere Unterstützung an und auch unsere Berichte. Wobei ich denke, ich werde jetzt nicht während der Folge das Deck umbauen. Ich muss mal gucken, vielleicht schneide ich auch einfach. So, wir gucken erstmal Brief von Hauptmann Tobias, der Dritte. Der schreibt uns ja immer, das war der, der uns ja damals hat gehen lassen. Eure Majestät, gewiss habt ihr erfahren, dass Graf Caldwell die Kontrolle über Angren hat. Euer Sohn Willem hat die Chance genutzt, um seine Unabhängigkeit abzusichern. In Abwesenheit General Ebdais hat er seine eigenen Dekrete im Rat der Edlen durchgesetzt. Es ist nicht an mir zu beurteilen, ob dies nicht nach einem Plan der Invasoren geschieht. Gestern trafen Gesandte aus Temerien und Kedwin ein. Ich fürchte, sie wollen eine Einigung mit Nilfgaard vorschlagen. Wenn auch Redanien umfällt, ist der Krieg vorbei und der Gegner triumphiert. Euer Gnaden, der Norden braucht einen Sieg. Ihr müsst wissen, dass euer Kampf von äußerster Bedeutung ist. Wir brauchen euch mehr denn je, Hauptmann Tobias. Frag mich, was ist mit dieser Schrift, ob diese Schrift hier unten auch wieder übersetzbar ist. Würde mich mal interessieren. Aber gut, Brief von Bruva Hoog. Mewe, denk dran, die Freiwilligen aus Maakam sind in jeder Hinsicht gut zu verpflegen. Nicht geizig sein. Ich zahle. Und sieh zu, dass sie sich von deinen Männern fernhalten, soweit es geht. Nicht, dass sie eure deppigen Menschenregeln hinterher noch in die Berge einschleppen und meine anständigen Zwerge verderben. Bruva Hoog. PS, wenn du den Schwarzkitteln dieselbe Maules... Nochmal. Wenn du den Schwarzkitteln dieselbe Mauleseligkeit zeigst wie mir, dann können sie sich auf was gefasst machen. Nicht aufgeben. Und ein Bericht über Angren. Angren, teilweise unter Kontrolle Nilfgaards. Schwarze Truppen halten Schlüsselfestungen und wichtige Transportwege, aber nicht mehr. Sümpfe weiterhin unkartiert und wild. Graf Caldwell regiert Angren anstelle des Kaisers. Kommandiert kleine Truppe bei Burg Tusla, südlich der Sümpfe. Nilfgaardische Truppen überwachen zudem Holzeinschlag für ihre Flotte. Weitere Gefahr durch Monsterangriffe. Üble Biester in Angrens Sümpfen, weit mehr als irgendwo sonst. Ja gut, das haben wir ja schon mitgekriegt. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an. Glaube, erstmal können wir noch mit Leuten... Oh ja, wir können jetzt mit unseren ganzen Leuten mal wieder reden. Hat Eik noch was zu sagen? Es tut gut, euch wohlauf und bei guter Laune zu sehen, Herrin. Hm? Wieso auch nicht? Ich weiß, dass ihr in Mahakar mit Willem gesprochen habt. Das war sicher nicht leicht. Es war schlimmer, als er in Lyrien befohlen hatte, mich in Ketten zu legen. Du kannst dir nicht vorstellen... Ich muss es nicht, Hoheit. Ich... Ich kenne das Gefühl selbst. Ich spreche nicht oft davon, aber auch ich habe einen Sohn. Oder hatte. Siegfried. Ist er tot? Schlimmer, Herrin. Er verleugnet mich. Als seine Mutter, meine Sophia, erkrankte, flehte er mich an, Geld für ihre Behandlung zu sammeln. Aber ich hatte geschworen, kein Geld von jenen zu nehmen, die ich beschützte. Meine Ehre. Verzeiht, eure Hoheit. Was kümmern euch meine belanglosen Sorgen? Das tun sie, Eik. Glaub mir. Und danke für dein Vertrauen. Ich wollte etwas besprechen, aber es kann warten.
Ich komme später wieder. Ja, wie gesagt, Ike ist ja der Vater von Siegfried von Denesle, den wir ja in Witcher 1 kennengelernt haben, der ja auch den Leuten versucht hat zu helfen, auch wenn er durchaus auch so ein bisschen, sag ich mal, also Siegfried war ja dann auch ein bisschen radikaler, wobei er hat sich ja dann auch, zumindest wenn man das entsprechende oder die entsprechende Richtung wählt, stellt sich Siegfried ja auch gegen das Massaker gegen die Elfen, aber gut, ich will da jetzt nicht zu weit vorweggreifen. Herrin. Hast du noch was zu sagen? Ach ja, übrigens. Ike, du hast nicht gehorcht. Ja, aber... Kein Aber. Der Befehl einer Königin ist kein Vers aus dem guten Buch, der nach Belieben ausgelegt werden kann. Du hast ihm zu folgen. Bedingungslos. Eure Hoheit, als ich mich eurer Armee anschloss, gab ich klar zu verstehen, dass ich euch keinen Treueschwur leiste. Ich habe mich den Göttern und dem guten Buch verschworen. Ich bin nur bereit, euch im Kampf gegen Nilfgaard zu helfen, da dieses lasterhafte Reich zutiefst ungerecht gehandelt hat. Das heißt aber nicht, dass ich eure Sünden und Verstöße ignorieren werde. Okay, ich bin jetzt gar nicht sicher, welche Stelle er meint. Es gibt mehrere Stellen, wo er quasi in den Kampf prescht, weil er Leuten helfen will. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Es kann sein, dass das noch eine ganz alte Variante. Wir haben doch zwischendurch mal mit Ike geredet, oder? Das kann doch nicht sein. Vielleicht habe ich aber auch ihn nicht nochmal quasi angesprochen, um genau diese Stelle zu haben. Es kann sein, dass es auch um die Gesu-Soldaten geht, weil da mischt er sich ja in den Kampf ein. Selbst wenn man sagt, man möchte das nicht. Man möchte nicht, dass man... Oder man möchte die quasi ihrem Schicksal überlassen. Dann mischt er sich, glaube ich, in den Kampf ein. Und dann ist das quasi ein Vergehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Stelle es genau ist, aber es könnte diese gewesen sein. Aber dann habe ich ewig lang nicht mit ihm so richtig geredet. Wahrscheinlich, weil er immer nur seinen Satz sagt und dann automatisch das Gespräch endet. Das kann sein. Ja, ich würde sagen, ihn aber wegzuschicken ist ja auch ein bisschen sinnlos, ne? Es stimmt. Das war unsere Vereinbarung. Ich muss sie respektieren. Danke, Herrin. Viele wandern auf Irrwegen, aber wenige erkennen es. Gut. Leb wohl, Ike. Kann auch sein, dass wir es vielleicht schon mal hatten und ich hab's bloß vergessen. So, Isbel. Es ist schön, euch zu sehen, Herrin. Braucht ihr etwas? So, okay, du hast nichts Neues. Ich muss los. Pflichten. Natürlich. Ich werde hier bleiben, wenn ihr mich braucht. Alles klar. So, dann Renard. Ja, Hoheit. So, was ist denn... Okay, ich dachte, wir reden vielleicht auch über Angren oder sowas, aber okay. Rena, du hast im ersten Nilfgaard-Krieg gekämpft, nicht? Ja, Herrin, als Hauptmann. Waren die Nilfgaarder damals auch schon so grausam? Haben sie Felder niedergebrannt und das Bauernvolk zu Knechtschaft verdammt? Nein, Hoheit, sie haben damals ehrenvoll gekämpft. Also, was hat sich geändert? Manche behaupten, Kaiser Emhyr war Emrys sei über die Jahre skrupelloser und herzloser geworden. Und seine Soldaten seien nicht weniger grausam. Aber du bist anderer Meinung. Ja, Herrin. Woher also ihr Hass? Es ist einfacher, die zu verachten, die man kennt. Vor dem ersten nördlichen Krieg wussten sie nichts über uns. Dann erkannten sie, dass sie die besseren Waffen und Werkstätten und größeren Städte hatten. Und in den großen Städten des Nordens floss immer noch der Dreck über die Straßen. Sie schlossen daraus, dass wir ihnen unterlegen waren. Mit der Erkenntnis wurde es sehr viel einfacher zu töten. Ja, ich gehe auch mal ganz klar davon aus, nachdem sie den ersten Krieg verloren haben, haben sie ihre Strategie dann eben dementsprechend geändert und wollen halt nehmen, also quasi die Idee ist ja zum Beispiel, dass sie die ganzen Höfe zerstören in Edirne, sollte quasi Edirne Nilfgaard eine Weile zurückschlagen können, dann haben sie trotzdem keinerlei Vorräte oder so etwas oder irgendwelche Möglichkeiten, alles wieder aufzubauen, beziehungsweise müssen viele Ressourcen dafür verbrauchen, um eben alles wieder aufzubauen und sind dadurch auch noch eine Weile danach geschwächt, was Nilfgaard helfen könnte, eventuell nochmal zurückzuschlagen. Ich muss nun gehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, Gascon. Wie geht's meiner Lieblingskönigin im Norden? Ja, toll. Banditenleben, ja, das ist natürlich... Ich meine, inzwischen ist er ja Teil unserer Armee, aber wir dürfen nicht vergessen, er ist immer noch ein Bandit gewesen, ne? Hast du Gewissensbisse? Reue? Weswegen? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, weil du Unschuldige ermordet hast? Reisende? Pilger? Ich habe sie immer gewarnt. Wehrt euch nicht, dann krümm ich euch kein Haar. Sie hatten die Wahl. Außerdem, Unschuldige?
bitte, Mefe. Wir wissen beide, die gibt's nur im Märchen. Jeder hat was zu verbergen. Ja gut, deswegen darf man da nicht jeden einfach umbringen, ne? Es gibt also immer einen Grund fürs Morden? Genau. Du musst ihn nur finden. Naja, das glaube ich aber auch nicht, dass das bei jedem gilt. Zeit zu gehen. Leb wohl. Es sei denn, man legt wirklich jede Kleinigkeit als Grund zum Morden aus. Hast du da hinten eigentlich was? Hab mal in einer Messe gearbeitet, naja, in der es kein Fleisch gab, nicht mal Wurst. Wurde bald gemeutert. Okay, so, Gabor, du bist ja jetzt Teil unserer Armee. Was, hast du jetzt noch irgendwas zu uns zu sagen? Vielleicht zu den Zwergen, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Immer schön, die Königin zu sehen. Kann ich helfen? Ja, Wir haben uns seit Mahakam nicht gesprochen. Warum hast du beschlossen, mit uns zu kommen? Um meine Schuld zu begleichen. Deine Ehrenhaftigkeit freut mich. Aber das wird doch wohl nicht Grund genug gewesen sein, deinen Clan zu verlassen. Ihr lasst nicht locker, was? Na schön, ich hatte noch mehr Gründe. Ein schlechtes Gewissen? Diese ekelhafte Angelegenheit mit den Fuchsens ging zu weit. Ich habe versucht, den Ältesten Vernunft einzuflößen, aber sie taten mich ab wie ein Kind. Das ist auch nicht alles. Ich hatte gesehen, wie Zwerge außerhalb Mahakams leben. Ich dachte, ich würde es zu Hause wieder vergessen und mich mit meinem Kram befassen. Aber ich kann es nicht vergessen. Ich will helfen, wo ich kann. Und in Mahakam auf meinem Hintern kann ich es bestimmt nicht. Ich verstehe, Gabor. Hoffentlich kriegst du deine Chance. Schauen wir mal. Nun gut, so viel zu Gabor. Wir sprechen später weiter. Soll mir recht sein. Wir sehen uns, Majestät. So, da haben wir noch Bruchhold, dann haben wir noch Xavier und Barnabas. Erstmal Xavier, der redet ja immer generell recht wenig. Ja, ne? Herrin. Ich hatte nie die Gelegenheit, dir zu danken. Ohne dich wären wir auf der Brücke in Mahakam gestorben. Ich habe nur meine Pflicht getan, Majestät. Bescheiden wie immer. Nach dem Krieg sollst du einen angemessenen Lohn erhalten. Herrin, ich will nur einen Lohn. Den Sieg. Nun gut, ja, ich sag ja. Ich habe noch anderes zu tun. Wir reden später. Wie ihr wünscht. Der redet ja an sich nicht gerne wegen seiner Verletzung so. Und jetzt Barnabas. Braucht ihr meine Hilfe? Wie der immer auf einer Kiste steht. Bist du schon mal mit einer Armee gezogen? Nein, aber es ist nicht halb so langweilig, wie ich erwartet hatte. Ihr habt faszinierende Reisegefährten. Ach ja? Wen denn zum Beispiel? Mal sehen. Dann diese ältere Frau, Isbel, nicht? Die ist vielleicht ein Knallkopf. Wusstet ihr, dass sie glaubt, dass die Erde rund ist? Rund! Wie ein Ei! Weil Eier rund sind, ne? Und unter uns, dieser stille Typ, Xavier, der ist mir unheimlich. Liegt vielleicht daran, dass er ein Gesicht hat wie ein geschmolzenes Sahnebonbon. Und sonst? Ach ja, spielt lieber niemals Karten mit Gascon. Er ist ein arroganter Falschspieler. Oh, und wenn er behauptet, ich würde ihm was schulden, glaubt ihm nicht. Er lügt. Na klar. Und Renard, dieser Spaßvogel, immer für einen Scherz zu haben. Wie bitte? Jeden Tag sagt er, stillgestanden, zu mir. Bier ernst. Und einmal hat er gefragt, ob ich in der Gnomenarmee gedient habe. Ich kriege immer wieder Seitenstechen. Gründlich, Barnabas. Danke für die Informationen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Ike jetzt gefehlt hat, aber ich hatte nichts übersprungen. Keine Ahnung. Wart ihr die ganze Zeit hier? Ja. Wer weiß. So, dann gucken wir mal. Wir können mal ganz kurz gucken, was ist denn eigentlich noch auszubauen? Gut, die Schatzkiste brauche ich ehrlich gesagt nicht. Wir können das Messezelt noch weiter ausbauen. Gut, das Rekrutenlimit, das werden wir irgendwann auf jeden Fall noch ausbauen. Wir werden das Gold schon noch irgendwie zusammenkriegen, aber das ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Palisade wäre noch ganz geil, dann hätten wir nämlich zwei Rüstungen. Der Ausbildungsplatz ist fertig und die Werkstatt wäre noch ganz gut, dann könnten wir hier auch noch ein paar Sachen machen. Gerade, also ich meine, ich sag ehrlich, die Werkstatt, also hier können wir dann Maschinen bauen. Ich finde halt jetzt ehrlich, Maschinen, also außer vielleicht der Fallen, sind jetzt im Sumpf nicht sonderlich sinnvoll. Deswegen werden wir uns da vielleicht drauf konzentrieren, wenn wir wieder auf dem Felde kämpfen. Aber Alchemisten könnten interessant sein, aber brauche ich mehr Holz für, ne? Ja, schauen wir mal. Wir gucken jetzt erstmal die neuen Zwerge an, die wir gekriegt haben. Und dann werde ich wahrscheinlich mal hier einen ganz kurzen Cut machen und das Deck einfach ein bisschen umbauen. Einfach aus folgenden Geschichten. Ich will einerseits natürlich gucken, dass ich vielleicht die Zwerge auch ein bisschen einbaue in unser Deck, auch wenn ich die ehrlich gesagt nicht doll finde.
Und ja, ich wollte, wie gesagt, Mewe mal wieder rausnehmen und einfach mal gucken. Wie gesagt, ich will ja immer so ein bisschen umbauen. Ich meine, klar, ich könnte immer das stärkste Deck einfach benutzen. Aber es wäre ja langweilig. Ich will immer so ein bisschen umbauen, dass wir halt auch die Sachen reinnehmen, die wir bekommen. In dem Fall eben die Zwerge. Setze die Stärke einer Einheit auf die Stärke von Mahakam, vom Mahakam-Schildträger. Ich weiß nicht, ob er die Einschränkung früher auch schon hatte. Früher konnte man das nämlich auch auf Bosse anwenden. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war und nur nicht funktioniert hat. Das hat einige Sachen sehr einfach gemacht. Wenn man Bosse auf die Stärke von 7 runtersetzen kann. Dann haben wir das Freiwilligen Korps, verschiebe 2 Einheiten mit derselben Stärke in die andere Reihe auf ihrer Seite. Und der Mahakam-Mangler, füge einer gegnerischen Einheit und allen gegnerischen Einheiten mit derselben Stärke 2 Schaden zu. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen stört an denen, ist halt, dass die insgesamt nicht sonderlich... Also, die sind halt einfach nicht so gut wie manche andere. Beispielsweise Mahakam-Schildträger. Ich meine, den kann man auf seine eigenen Einheiten anwenden. Aber, na wobei... Ich könnte mir überlegen, eine Kombination wäre vielleicht, wenn ich den Mahakam-Schildträger irgendwie buffe, irgendwie mega buffe mit irgendwas, mit irgendeiner Karte und dann auf unsere eigenen Einheiten anwende, weil ansonsten ist er halt leider nur sinnvoll, wenn der Gegner eine sehr hohe Einheit hat, muss ich sagen. Die hier ist irgendwie, muss ich sagen, also ohne böse zu sein, die finde ich einfach sauschlecht. Also, das Problem an ihr ist, wenn ich die mal vergleiche mit ihm hier, der hier hat mehr... Der hier hat mehr Punkte, gut, der hat weniger Rüstung theoretisch, aber der hier hat mehr Punkte, kann 3 Karten verschieben und fügt denen auch noch 4 Schaden zu. Also der ist in allen Punkten eigentlich besser als das Freiwilligenkorps, das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Und bei ihm muss ich halt gucken, füge Einheiten einer gegnerischen Einheit und allen gegnerischen Einheiten mit derselben Stärke 2 Schaden zu. Das ist an sich eine ganz interessante Idee. Dazu muss ich halt, das wäre halt, glaube ich, ganz gut in Kombination mit der Quetschfalle, weil die setzt die Stärke jeder Einheit in der Reihe auf den Durchschnitt der Stärke aller Einheiten. Das heißt, wenn ich das mit der Quetschfalle kombiniere, könnte ich da ganz gut was rausholen und dann könnte ich vielleicht auch anstatt, Mewe das Rivian Breitschwert benutzen, weil die macht 4 Schaden auf alle, die gleiche Stärke haben. Vielleicht machen wir das mal. Also ich glaube, vielleicht mache ich das mal mit der Quetschfalle, da muss ich natürlich erst eine herstellen, aber wie gesagt, ich würde mal sagen, ich glaube, ihn werde ich nicht reinnehmen. Aber ihn vielleicht mit einer Kombination und ihn vielleicht mit der Quetschfallen-Kombination. Und dann werden wir mal gucken. Wir sehen uns aber einfach gleich wieder, wenn ich mit dem Deck soweit fertig bin, würde ich sagen. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich bin fertig. Ich habe jetzt was reingemacht. Ich bin noch nicht sicher, ob das so perfekt ist. Wie gesagt, es ist eine andere Variante mal. Wir werden mal gucken. Ich habe auch ein paar neue Karten noch mit reingepackt. Das werdet ihr dann gleich sehen. Wie gesagt, ich bin noch nicht 100% sicher, ob das jetzt so perfekt passt mit dem, also ob das die perfekteste Variante ist. Das Ding ist, ich will halt auch meine Goldkarten schon benutzen, weil das halt die besonderen Karten sind, auch wenn die jetzt für die Strategie vielleicht nicht perfekt was bringen. Aber wir gucken mal, wie das Ganze läuft. Vielleicht werde ich auch nochmal was ändern. Ich glaube, ich werde nochmal irgendwie was ändern. Müssen wir dann mal nach den ersten Kämpfen gucken, wie das so funktioniert mit den Zwergen. Wie gesagt, ich würde die halt gerne verwenden. Ich finde halt, die sind insgesamt leider nicht so die stärksten Karten. Ist halt ein bisschen schade, aber ich würde die halt schon ganz gerne verwenden. Ich habe halt viel geändert, wie gesagt. Wir gucken mal. So, jetzt schauen wir erstmal, was da vorne ist. Die Brücke über die Yaruga. Mewe beobachtete aus dem Unterholz die nelfgardischen Wachen auf der Palisade. Sie wirkten gut ausgerüstet. Wachsam und sehr fähig, die Feste zu verteidigen. Mist, zischte Mewe. Sie wusste, dass Rotbindegarn nicht zu überrumpeln war. Eine Belagerung würde ihren Vormarsch bremsen. Aber was blieb ihr übrig? Dies war der einzige Weg nach Angren und zu Caldwell. Renard wischte sich die Stirn, setzte den Helm auf und klappte das Visier herunter. Auf euren Befehl, Majestät! Ja gut, dann würde ich sagen Angriff, ne? Also gut, wir dürfen nicht trödeln. Renard, der Angriffsplan. Infanterie voraus. Sie fängt die erste Salve ab. Dann kommen die Sturmleitern, danach... Einfach meisterlich, unterbrach Gascon. Und doch noch verbesserungswürdig. Und zwar? Kräfte zurückhalten und warten. Ich nehme 10 gute Männer und öffne euch die Tore. Weit. Na, da bin ich ja gespannt. Und wie willst du das bewerkstelligen? Fragte Renard. Du klopfst an und gibst dich als Händler aus? Oder vielleicht als devoter Jünger Majorans? Musst du denn die Details wissen? Wo bleibt da der Spaß? Im Krieg gibt es keinen Spaß.
Nie. Renard kochte. Krieg ist keine Farce. Majestät, er hat nicht die geringste Chance. Nein, aber sein Eifer macht mich neugierig. Lasst uns sehen, was er ausrichten kann. Na, da bin ich ja gespannt. Renard war mit Mavis' Entscheidung nicht froh, wagte aber keine Opposition. Gascon sammelte also mit dem Segen der Königin einige Männer und brach zur Feste auf. Lämmer zur Schlachtbank, sagte Renard kopfschüttelnd. Herrin, es ist nicht zu spät. Wir können... Psst, schau! Gascon hatte das Tor erreicht und hob den Arm in einer friedlichen Geste. Er schien mit den Wachen zu scherzen. Und dann öffnete sich das Tor. Wie? Egal, das Tor ist offen. Wir müssen angreifen. Mewe preschte auf die Feste zu, ohne sich umzuwenden. Sie wusste, ihre Soldaten würden folgen. Na, dann los geht's. Da gucke ich mal gleich, wie sich das Deck jetzt macht. Die Schlacht von Rotbindegarn. Die Wachen versuchten, das Tor zu schließen, doch die Dolche von Gascons Männern fanden die Lücken in ihren Plattenrüstungen. Die Lyrier hoben triumphierend die Fäuste, aber Mewe brachte sie zum Schweigen. Es war zu früh zum Feiern. Ja, die Eindringlinge hatten ihren taktischen Vorteil eingebüßt, aber besiegt waren sie noch lange nicht. Gut, dann schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich bin mit der Quetschfalle halt, das habe ich so... Na, müssen wir mal gucken. Okay, wir gucken mal gerade, wie es hier läuft. Also ihr seht schon, ich habe ein paar neue Karten drin. Da zum Beispiel den lyrischen Landsknecht. Da kommen wir später dazu, was der drin macht. So, verbessere jeden Zug. Okay, das ist die. Ziehe eine Kopie. Das war das. Das waren die Alba-Pikeniere. Befindet sich auf der... immer in der Fernkampfreihe. Stimmt. Ach, Gascon, guck mal. Herzog der Hunde. Zerstöre alle zwei Züge zu Beginn des Zugs eine zufällig gewählte verbündete nilfgaardische Einheit. Wenn Mewe passt, verschiebe diese Einheit. Ah, nice. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ich habe auch noch so einen Streuner-Eindringling. Den kann ich ja neben Gascon legen oder so. Dann kriegt er auch ein paar Punkte. Wie sieht denn das aus? Sind die momentan... Guck mal, die haben alle 4 Punkte. Das mag mir doch gefallen. Das mag mir sogar sehr gefallen, dass die alle 4 Punkte haben. Das macht es deutlich einfacher. Da wird der Zwerg auf jeden Fall schon mal hilfreich. Und mit Mewe kann ich dann auch was machen. Da ich nicht so viel... Gegen Nilfgaard will man halt nicht so viel in die Fernkampfreihe legen. Deswegen sind die grauen Reiter nicht ganz so hilfreich. Ike ist natürlich immer hilfreich. So, mal gucken, ob ich den Zwerg sinnvoll gebacken kriege. Ich habe die Quetschfallen halt noch nicht. Das ist gerade so ein bisschen das Problem, ne? Mir fehlen die Quetschfallen tatsächlich. Ohne die wird es natürlich schwierig. Ja, gut, gucken wir einfach mal. Au! Haha, die Streuner kommen ins Spiel! Wird schon irgendwie klappen hier. Orde! Oh, der könnte ein bisschen nervig werden. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze am besten angehen hier. So, wie viel Damage machst du eigentlich? 15, da kann ich ihn gleich loswerden, weil der geht mir nämlich, würde mir nämlich ziemlich auf den Sack gehen, glaube ich. Dann machen wir es so gleich mal. Gehen wir gleich mal mit den harten Geschützen hier rein. Zeig mal hier mit deinem linken Haken, was du kannst. So, und dann kann ich noch 1 für 2 zerstören. Sehr gut. Oh nein. Ja, toll. Jawohl, gar nicht so schlecht, weil jetzt Mewe auf den Vierer einfach. So, sehr gut. Da kommst du. Und da kommst du. Du hast jetzt leider nichts mehr. Das ist ein bisschen schade, aber es passt schon irgendwie. Alter, haben die viele Punkte, ey. Die haben aber echt Punkte, die Typen. So, ich bräuchte halt meine Quetschfalle. Das ist ein bisschen doof, dass ich die jetzt nicht habe. Ich dachte, das wäre so eine Karte, die man automatisch auf der Hand hätte, aber scheinbar nicht. Aber Gascon zerstört ja ab und zu mal ein paar Einheiten, da passt mir das schon. Ich muss halt die als erstes mal irgendwie loswerden oder so. Das wäre halt ganz gut. Ah ja, der Alchemist. Aktiviert er sich automatisch? Einsatz. Setze die Stärke einer Einheit auf die Stärke der Einheit links von ihr. Das kann ich natürlich auch beim Gegner machen. Da bringt es natürlich... Der Alchemist war eigentlich als Kombination mit dem Zwerg gedacht, muss ich ehrlich sagen. Der ist jetzt natürlich nicht ganz so sinnvoll. Hier würde ich mich nur schwächen. Mach was folgendermaßen. Du hast mich nicht gesehen. Zack, setze ich dich mal runter. Der war quasi gedacht, ich mache mir einen starken Gascon zum Beispiel. Dann setze ich den Zwerg links von rechts von Gascon, benutze den Alchemist, um den Zwerg auf die Stärke von Gascon zu setzen und kann dann mit dem Zwerg alle möglichen anderen Einheiten stärken. Also ihr seht schon, das war eine interessante, auf jeden Fall eine interessante Strategie, würde ich mal sagen. Die Armee hat jetzt keinen Platz für Leute, nicht ganz so gut funktioniert, aber schauen wir mal. So, Gascon zerstört ja jetzt erstmal ein bisschen was hier. So, er geht mir halt ein bisschen auf den Sack da.
Aber er hat viele Elver-Einheiten, das gefällt mir. So, da ist der graue Reiter. Er ist natürlich nicht ganz so cool. Ach, wisst ihr was, dann spiele ich jetzt in die Fernkampfreihe. Ich glaube, da der Gegner nur 2 Punkte kriegt, jawohl. Also es macht mehr... Aber weißt du was, dann mache ich das mit ihm hier. Wie lebt es sich? Guck mal, dann hat er jetzt 13 Punkte. Und dann kann ich zum Beispiel Isbel nachher ganz gut stärken, damit die auch ja überlebt. Das wird gar nicht so einfach. Ich bin noch nicht ganz so... Ich habe halt die Quetschfalle nicht gezogen. Weißt du, die einzige Karte, die ich wahrscheinlich brauchen könnte. Die blöde Quetschfalle. Alter, der will das Ding aber zerstören. Will den aber zerstören. Da benutze ich gleich mal Renar. Ihre Majestät weiß, was sie tut. Ach, warte mal, guck mal. Zack. Hehe. Dafür ist er doch ganz gut. So, hepp. Da kommt ein Zwerg. So, auf die Einheit links von ihr. Ah, guck mal, perfekt. Das ist doch jetzt perfekt. Da kann ich ihn nämlich jetzt auf 17 Punkte hochhauen. So, ach, jetzt du. Da schnapp ich mir mal dich da drüben. Wir müssen einen Zahn zulegen. So, und jetzt habe ich ansonsten... Jetzt hat er nämlich schon 17 Punkte, siehst du mal. Da wird das doch besser. So war das zumindest anfänglich mal geplant. Es hat leider nicht ganz so gut geklappt, wie man merkt, aber gut. Aber es ist eigentlich ganz gut, wenn der sich auf einen konzentriert hier. Ah, sehr gut. Und jetzt haben die gleich auch 11 Punkte, da kann ich gleich richtig gut reinballern mit den Zwergen. Das heißt, ich warte noch eine Runde mit Mavis und mit dem Mahakam-Mangler und hau dann richtig die ganzen Elfer zu Brei hier. Das wird auf jeden Fall ganz gut dann. Kann ich die ganzen Elfer kaputt machen. Er denkt wieder lange nach hier auf der Brücke. Und dann kann ich ihn, er hat halt auch die gleiche Fähigkeit, dass er allen Einheiten zwar nur einen Schaden macht, aber er bekommt jedes Mal einen Punkt wieder, wenn wir halt Mavis Fähigkeit aktivieren. So, dann würde ich sagen, den Mahakam-Mangler noch. Skoyatel-Angriff! So, und dann werde ich in der nächsten Runde ordentlich zuschlagen, wenn jetzt alle auf 11 Punkten sind da. Zack. Er kommt auch noch rüber. Ist auf 20 Punkten sogar, sehr schön. Da wäre halt der Alchemist dann auch möglich. Also ihr seht schon, was die Idee ist. Man muss dann mal gucken, ob man das dann so richtig durchsetzen kann. Ich dachte halt, die Quetschfallen würde ich auch am Anfang ziehen, weil manche von den... Also ich glaube, das sind diese besonderen mit dem Pokal oben. Die zieht man, glaube ich, am Anfang auf jeden Fall. Aber die halt leider nicht. Ja, ja, los, greif ihn an. Ja, sehr schön. Und jetzt haue ich ihn nämlich einfach wieder auf 17 Punkte hoch. Zack. Nice. So funktioniert das natürlich gut, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, und jetzt hauen wir richtig rein hier. Pass auf. Ich spiele erstmal ihn. Für Lyrien! Weil dann kann ich ihn gleich auch noch benutzen. Und mit Mewe bekommt er gleich nochmal so einmal den Elber. Dann. Ach so, das ist jetzt natürlich doof. Zack, sehr gut. Zack. Und jetzt Mewe drauf. Und hepp. Und jetzt kann er nochmal draufhauen. Haha. Ah, siehst du, so wird das doch, so wird das doch. Da hat das doch tatsächlich was gebracht. Und das Schöne ist, mit Xavier kann ich jetzt nämlich gleich die quasi nochmal aktivieren, theoretisch. Also theoretisch mit Renar auch. Ich wollte halt bloß den Regimentstrommler schon mal sicherheitshalber benutzen. Aber mit Xavier geht das natürlich theoretisch auch. Und ich kann mit Xavier theoretisch auch den Mahakam-Schildträger nochmal aktivieren, falls ich den nochmal brauche. Also ich habe dadurch... Das Gute ist, ich habe jetzt viele Befehleinheiten und kann damit viel mit Renar und mit Xavier machen. Es gibt natürlich noch andere Einheiten, mit denen ich auch wieder theoretisch die... mit denen ich theoretisch die Befehle wieder erneuern könnte. Vielleicht lohnen die sich auch noch. Müsste man mal gucken, anstatt dem Streuner-Eindringling vielleicht. Müsste man mal schauen, ob das eine sinnvolle Alternative wäre. Kann ich nicht genau sagen. So, pass mal auf jetzt, Xavier. Jetzt mach mal ihn nämlich gleich richtig kaputt. So, dann bekommst du 2 Punkte. Und dann einmal auf die Dreier. Und dann nochmal drauf. Pack. So, da kriegt er nämlich jetzt ordentlich Damage hier. Sehr schön, so muss es sein. Und gleich kommt noch Isbel, die gibt auch nochmal 62 Punkte. Ja, vielleicht sollte ich den da nochmal reinnehmen, der noch, wofür durfte er jetzt gerade ziehen? Exzellenz. Ich komme nicht mit. Achso, ziehe alle 4 Züge eine Karte. Verschiebe diese Einheit alle 2 Züge in einer Reihe in Richtung des Gegners. Ja, aber da passt nichts mehr hin. Ich kann jetzt auch nichts mehr spielen, oder? Ja, geil. Toll. Meine Reihen sind voll.
Das heißt, Gascon kann auch nicht zu mir rüberkommen gleich. Das ist ja scheiße. Weil wenn der jetzt noch so eine 81er-Karte hat, wird's echt mies. Jetzt kommt Gascon halt nicht zu mir rüber. Das ist halt bekloppt, muss ich sagen. Aber es reicht. Okay. Einmal rot Bindegarn für dich, Herrin. Also ich meine, es hat geklappt. Vielleicht nehme ich noch die Einheiten rein, die noch zusätzlich Befehl nochmal erneuern können. Ich finde halt, das macht, wenn ich Renard sinnvoller spiele, ist das aber eigentlich nicht nötig, finde ich. Gascon focht sich wie ein Monster zur Feste durch und tötete den Kommandanten mit einer Hand. Die Nilfgaarder, plötzlich führerlos, legten die Waffen nieder. Sieh an, Gascon. Ich staune. Hoffentlich positiv. Nicht nach Komplimenten fischen, das steht dir nicht. Du weißt genau, dass du Medaille und Titel verdienst. Tja, ich komme darauf zurück, Mewe. Alles zu seiner Zeit. Aber zuerst, mit welcher List hast du die Nilfgaarder dazu gekriegt, das Tor zu öffnen? Bitte, mein Charme ist doch keine List. Ah, da spielt jemand Geheimniskrämer. Ach was. Ich würde auch den Mund halten, wenn mein Gewissen so schwarz wäre wie seins. Ich mache kein Hehl aus meiner Vergangenheit als Brigant, Freund. Es stimmt, dass... Halt mich nicht zum Narren. Du weißt, was ich meine. Aber ich nicht. Renard, was zum Teufel ist in dich gefahren? Majestät, der nilfgaardische Brief, den wir in Mahakam abgefangen haben. Das Angebot ist angenommen. Leite Mewe und ihre Streitmacht zum vereinbarten Ort. Wir warten auf sie. Die Belohnung erfolgt wie besprochen. Gascon hat uns gesagt, Cordwell hätte Angren bekommen. Gascon hat vorgeschlagen, nach Bindegarn zu ziehen. Die Schwarzkittel haben ihm das Tor geöffnet, weil sie mit einer Gefangenen rechneten. Mit euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, also vielleicht hat er ja recht, oder wenn er recht hat, hat er recht natürlich. Nee, aber was ich meine... Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass das scheinbar, also dass die Aussage, dass Gascon gesagt hätte, dass Cordwell Angren gekriegt hat und dass wir durch Rotbindegarn gehen sollen, finde ich, ist halt leider nicht gezeigt worden. Wir haben von Renard erfahren, dass Cordwell in Angren stationiert worden ist. Er hat uns ja dazu überredet, nach Angren zu gehen, nicht Gascon. Und dass wir nach Rotbindegarn gehen, hat ja eigentlich auch nicht Gascon vorgeschlagen, weil Mewe hat ja eigentlich niemandem gesagt, wo sie hin will, was ihr Ziel ist. Ich muss sagen, da, das ist so eine Stelle, die fand ich immer sehr, oder finde ich sehr verwirrend, weil es einfach nicht gezeigt wurde, wie uns Gascon hier tatsächlich hingeführt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen muss ich eigentlich auch sagen, dass ich eigentlich kein Wort davon glaube, weil es halt eigentlich sehr unlogisch klingt, ne? Also aus Mewes Sicht würde ich jetzt sagen, das ergibt für mich keinen Sinn, weil du hast vorgeschlagen, nach Angren zu ziehen, nicht Gascon, ne? Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Leugne es, Gascon. Sag, dass ich mich irre. Braucht ihr noch einen Beweis, Majestät? Was haben sie dir versprochen? Amnestie? Geld? Beides. Ich wusste, dass Nilfgaard nicht mit mir verhandeln würde. Ich brauchte ein Mittel, damit man mich ernst nimmt. Da passte es ausgezeichnet, dass ich dich aus Caldwells Griff befreien konnte. In Edirn sprachen wir zuerst. Nach Rosbergs Fall wurden wir uns handelseinig. Warum lebe ich dann noch? Du hättest mich nachts verschleppen und in Ketten nach Rotbindegarn schleifen können. Mewe, ich wollte dich zu meinem Vorteil verkaufen, ja. Doch in Edirn hast du meinen Respekt verdient und in Mahakam meine Bewunderung. Ich schwor, dass ich meinen Plan nicht ausführen werde. Stattdessen habe ich dir geholfen, in die Feste zu gelangen und dafür gesorgt, dass der Kommandant den Mund hält. Aber ich habe Renard unterschätzt. Spar dir die Schmeicheleien. Du bist ein Verräter. Mein Freund. Schimpft da etwa ein Esel das andere Langohr? Was hat das denn jetzt... oder was hat er denn damit jetzt zu sagen? Hat Renard etwa auch irgendwelche dunklen Geheimnisse? Renard, wovon spricht er? Ich habe nicht die geringste Ahnung, Majestät. Nein? Und da habe ich dich für einen Ehrenmann gehalten. Bitte, Renard. Wer hat die Briefe an Willem geschickt? Na los, du solltest es deiner Königin sagen. Was? Renard? Die Gastgemächer seiner Hoheit in Mahakam. Wir haben uns reingeschlichen und einen Brief mit der Signatur eines Renard Odo gefunden. Renard, bitte, sag mir, dass das eine dreckige Lüge ist. Ich, Majestät, ich hatte gehofft, seine Hoheit und ihr würden sich einigen. Dass sich der Sohn gegen die Mutter stellt, ich wollte helfen. Hinter meinem Rücken.
Majestät, ich wollte den Jungen doch nur zur Vernunft bringen, ihm die Augen öffnen. Das sagst du jetzt. Aber ich kenne die Briefe nicht. Ich weiß nicht, welche Pakte du eingegangen bist. Und deinem Wort kann ich leider nicht mehr trauen. Nicht nur ich habe dich getäuscht. Aber nur ich mache es wieder gut. Mewe fühlte ein Unwetter in sich aufsteigen. Doch sie würde es nicht rauslassen, damit es ihr nicht die Sicht nahm. Sie würde das Problem hier und jetzt lösen und die Reise fortsetzen. Ja, und da sind wir dann bei einer weiteren Entscheidung, nämlich wie verfahren wir mit Gascon und Renard. Denn, die beiden haben uns mehr oder minder beide verraten. Ob das, was sie, oder ob der Grund, warum sie es jeweils getan haben, beziehungsweise dass Gascon uns dann im Nachhinein einfach nur helfen wollte, ob das natürlich der Wahrheit entspricht, ist natürlich die Frage. Die Frage ist also, können wir denen vertrauen, können wir Renard vertrauen, können wir Gascon vertrauen, können wir beiden vertrauen? Das ist im Prinzip jetzt, was wir uns entscheiden müssen. Also im Prinzip ist die Frage, wollen wir beiden vergeben, dass sie uns verraten haben und vertrauen ihnen und behalten sie weiter in unseren Reihen? Ich meine, Gascon ist scheinbar wirklich ein nilfgaardischer Spion. Bei Renard, der hat immerhin nur Wilhelm geschrieben, muss man dazu sagen, ne? Also dem lyrischen König und nicht den Nilfgaardern direkt, aber Gascon hat sich direkt mit den Nilfgaardern in Verbindung gesetzt. Also wollen wir bei beiden über den Verrat hinwegsehen? Sind wir der Meinung, dass Gascon zu weit gegangen ist und wollen ihn quasi nicht mehr bei uns haben? Sind wir der Meinung, dass Renard zu weit gegangen ist und wollen ihn nicht mehr bei uns haben? Oder sind wir der Meinung, dass beide zu weit gegangen sind und wollen sie nicht mehr bei uns haben? Also im Prinzip die Entscheidung, vergeben wir nur Renard, vergeben wir nur Gascon oder vergeben wir keinem? Ist natürlich wieder eine Entscheidung, die ihr treffen dürft. Und eine Entscheidung, die natürlich auch gut Auswirkungen haben kann, ne? Weil das zwei unserer stärksten Einheiten sein könnten, die wir dadurch wegschicken, wenn ich das mal so sagen darf. Aber man muss es natürlich so sehen, ne? Lieber eine starke Einheit zu verlieren, als eventuell einen Verräter in den Reihen zu behalten. Aber ja, das ist wie gesagt eine Entscheidung, die mal wieder ihr treffen dürft. Und wie ihr euch entschieden habt, natürlich wieder schön oben rechts, und wie ihr euch entschieden habt, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Thronebreaker The Witcher Tales. Bis dahin. Ciao.